Attraction hat's gesehen. Hä? Du bist das Letzte! Gib mir meinen Freund zurück! Hä? Aus dem Nichts kam eine Frau und klatschte mir eine. Ich bin Kuroki und das ist die Geschichte eines merkwürdigen Ereignisses während meines Studiums. Ist der schwul? Ich habe nicht mal eine Freundin. Das heißt aber nicht, dass ich an Männern interessiert bin. Über was zur Hölle redest du? Wer bist du überhaupt? Aber nachdem sie einen riesigen Aufstand veranstaltete, ging sie einfach. Was ist falsch mit ihr? Danach war mein Studentenleben sehr ungemütlich. Ich wette, sie kommt morgen wieder. Meine Ängste waren nicht unbegründet, weil mich diese Frau auf meinem Weg nach Hause verfolgte. Das kann nicht wahr sein. Wenn es so weitergeht, weiß sie, wo ich wohne. Ich nahm einen Umweg und sah sie nicht wieder. Puh, ich bin gerettet. Gib mir Takashi! Echt jetzt? Sie ist hier? Mist! Ich dachte, ich hätte sie abgehängt. Was mache ich jetzt? Es macht keinen Sinn, jetzt weiter zu fliehen. Vielleicht versteht sie es, wenn ich mit ihr rede. Jetzt oder nie. Ich bin... Warte, was? Takashi, wo bist du? Lass uns nach Hause gehen. Takashi ist nicht hier. Wo ist Takashi? Gib mir mein Takashi zurück! Hör doch endlich auf damit! Wer zur Hölle ist Takashi? Du bist doch verrückt! Ich werde mir Takashi auf jeden Fall zurückholen. Am nächsten Tag hatte ich Angst, sie wiedersehen zu müssen. Bin aber trotzdem zur Hochschule gegangen. Zum Glück ist sie nicht aufgetaucht. Nachdem alle Kurse vorbei waren, bin ich wieder nach Hause, aber die Frau wartete auf mich und grinste siegessicher. In dem Moment wusste ich, diese Frau ist verrückt. Sie weiß bereits, wo ich lebe, also macht es keinen Sinn zu fliehen. Also nahm ich meinen Mut zusammen. Was brauchst du dieses Mal? Hast du deinen Freund gefunden? Ich weiß wirklich nicht, wo er ist. Und startete ein ruhiges Gespräch. Dann fragte die Frau: Möchtest du etwas essen? Ich habe Zutaten gekauft. Alles, was Takashi liebt. Ich koche für dich. Oh je. Das ist nicht gut. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Ich hatte Panik. Ja, ich habe keinen Hunger. Was? Wie war das? Du hast keinen Hunger? Ich rannte so schnell ich konnte. Ich bat einen Freund darum, bei ihm zu übernachten. Am nächsten Tag sind wir zusammen zur Polizei gegangen. Aber die war keine große Hilfe. Weil ich die Tür eigenmächtig geöffnet habe, zählt ihr Eindringen in meine Wohnung nicht als Einbruch. Eine Woche lang habe ich bei meinem Freund gewohnt und das Studium geschwänzt. Währenddessen hat mein Freund Informationen über die Frau und Takashi recherchiert. Laut meinen Mitschülern, die gesehen haben, wie sie mir eine geklatscht hat, heißt die Frau Yuzuhida. Und sie ist eine Studentin an einer anderen Schule. Wir wissen, dass es niemanden namens Takashi an ihrer Schule gibt. Katsura, danke für deine Hilfe. Kann ich dich um einen letzten Gefallen bitten? Kannst du mich zum Haus begleiten? Ich habe dir so viel geholfen, da möchte ich jetzt auch wissen, wie es ausgeht. Und Sorgen mache ich mir auch. Danke dir. Packen wir es an. Ich habe Angst. Schau mal da. Ich bat meinen Freund vorzugehen. Er sah, dass das Fenster eingeschlagen war. Da ist jemand drin! Wir schlichen uns leise an und konnten eine Frau drin singen hören. Gesang? Und was ist das für ein Geruch? Wir riefen sofort die Polizei. Ist diese Frau jemanden, den Sie kennen? Natürlich antwortete ich. Nein, ist sie nicht! Die Frau wartete mit einem breiten Grinsen, als die Polizei eintrat. Willkommen zurück. Alle waren sprachlos. Bedient euch ruhig. Schließlich wurde die Frau festgenommen. Bis sie im Polizeiauto saß, starrte sie mich an. Ich komme bald zurück, also warte bis dahin auf mich, okay? Abendessen ist bereits fertig, also isst schon mal ohne mich. Kennen Sie diese Frau wirklich nicht? Die Polizei fragte mich immer wieder und wieder. Als sich ihre Eltern bei mir entschuldigten, erfuhr ich, was passiert war. Anscheinend war die Frau in einer Psychiatrie in Behandlung. Takashi! Takashi, wo bist du? Taka... Willkommen zurück, Kuroki. ご視聴いただきありがとうございました。結局、たかしさんという人はどなただったんでしょうか。たかしさんもストーカーされていて。いや、わからないですけど、もしかしたら彼氏かもしれないですしね。だとしたら相当大変だったでしょうね。ですが、家に帰ると食事が用意されている。それは羨ましいですよね。
皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また、少しでも怖いなぁと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。